Frau Brückmüller, wie kommen denn die Frauen in der Bibel weg, in der neuen Einheitsübersetzung? Ah, das ist ganz schön. Also endlich gibt es die Junia, keinen Junias mehr in Römer 16, 7. Und das ist ganz schön, weil das ist eine Liste von Aposteln, die Paulus grüßt. Wir haben jetzt eine Frau unter den herausragenden Aposteln. Außerdem ist auch endlich aufgenommen, dass Adelphoi im Griechischen, wenn das auch eine Gemeinschaft geht von Männern und Frauen, eben nicht Brüder meint, sondern Brüder und Schwestern. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und was auch schön ist, in Genesis 3, also Adam hat jetzt keine Hilfe mehr, die ihm entspricht. Das haben viele sehr negativ empfunden, sondern eine, die ebenbürtig ist. Und so ganz kleine Sachen. Und vielleicht kennen manche den Text von Maria und Martha, wo das dann immer heißt, sie hat den besseren Teil erwählt und eigentlich heißt es einfach nur den guten. Und das steht jetzt auch so, dann gibt es nicht mehr diesen Kampf da, wer das Bessere hat. Ja. Was ist denn die Stelle in der Bibel, wo Sie sagen, da hängt mein Herz dran, da kann ich immer wieder drin lesen und das immer, immer, immer wieder lesen? Also Matthäus 28 ist für mich sowas, einfach der Schluss, geht in alle Welt. Das finde ich einfach super, ich bin bei euch alle Tage. Und auch Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das mag ich sehr. Gibt es auch Worte aus der Bibel, wo Sie gemerkt haben, bah, da hätte man noch ein bisschen mehr noch nachrecherchieren müssen oder noch mal näher am Urtext? Ja, was ich ein bisschen schade finde, also Hosea 11, das ist ein sehr umstrittener Text, da wird Gott beschrieben, wie Eltern, die ein Säugling aufheben und ihn nähren. Und viele Frauen sagen, na, eigentlich sind das die Sachen, die Frauen machen. Also an die Brust nehmen, laufen lernen. Und da gibt es einen besonderen Satz am Ende, und der heißt, Gott bin ich kein Mensch. Und wenn man das Hebräische, könnte man auch übersetzen, Gott bin ich kein Mann. Und da wäre die Pointe eigentlich, ich bin kein Krieger, ich gehe quasi nicht so aggressiv vor, sondern ich schütze euch. So, und da hätte man, finde ich, auch ruhig schreiben können, Gott bin ich kein Mann. Aber das wollte man nicht. Das wollte man nicht. Ich weiß es nicht. Man hat sich einfach dafür entschieden, es als Mensch quasi, also wie Eltern. Gott ist wie Eltern, die sich um das Kind kümmern. Also man kann das machen. Also dieses hebräische Wort Ish kann sowohl heißen der Mann, aber es kann auch jeder und jede heißen. Also es ist eine Entscheidung, wie man es macht. Ihre Buchempfehlung für die Bibel, wie würden Sie die jetzt formulieren, wenn Sie das jemandem empfehlen würden zu lesen? Also jemand, der schon Bibel liest, würde ich sagen, nimm's und lies und lass dich überraschen. Und jemand, der keine Bibel liest, das Gleiche. Einfach mal gucken, was in dem Buch steht und ob es irgendwie eine Beziehung zum eigenen Leben hat.